Hey ihr Lieben, schön, dass ihr wieder zuschaut. Wir melden uns nach 4 Wochen Pause hier mit diesem Video auf unserem Kanal zurück. Für alle, die in der Zwischenzeit neu dazugestoßen sind, wir sind Christina und Mario, sind ausgewandert und leben mittlerweile hier in Dubai und auf der wunderschönen Mittelmeerinsel Zypern und lieben es zu reisen. Nachdem uns immer wieder sehr viele Fragen rund um das Thema Dubai gestellt werden, wollen wir mit diesem Video die häufigsten beantworten, und zwar zum Thema Einreise, Wetter, beste Reisezeit, Klischees, Unterkünfte und so weiter, und all das erzählt euch der Mario nach dem Intro. Viel Spaß beim Video! Hey Leute, auch von mir ein recht herzliches Hallo. Wie die Christina gerade schon gesagt hat, haben uns in den letzten Wochen einige Fragen zum Thema Urlaub in Dubai erreicht. Ich habe mir hier einen kleinen Spickzettel gemacht, damit ich nichts vergesse. Also lass uns direkt mal losstarten mit dem ersten Thema, was sehr oft gefragt wurde, und das ist die aktuelle Einreise in Dubai. Wir werden sehr oft gefragt, ob man ein Visum braucht, wenn man nach Dubai einreist. Und das kann ich ganz klar verneinen, wenn du ein Bürger in der EU bist. Das heißt, als EU-Bürger kannst du hier ganz normal einreisen. Du bekommst ein Touristenvisum für 3 Monate, also für 90 Tage. Das ist überhaupt kein Problem. Man kann das noch einmal verlängern für weitere 3 Monate, wer länger hier bleiben möchte. Aber ich denke mal, mit 3 Monaten kommt man ganz gut aus. Sollte man aber aus anderen Ländern kommen und keinen EU-Pass haben, dann kann es sein, dass man ein Visum braucht. Das ist aber immer am besten, direkt auf der Seite des Auswärtigen Amtes nachzuschauen. Wie schaut es aus mit dem Thema Covid? Also für die Einreise in Dubai gibt es 3 Möglichkeiten. Also Nummer 1, man kommt mit dem Impfpass rein. Also wenn man geimpft ist, einen Impfpass hat, kann man ganz normal einreisen. Dasselbe gilt für Genesene, das heißt mit einer Genesenenbescheinigung, die aber auch ganz, ganz wichtig in Englisch zu sein hat, kann man hier auch ganz normal einreisen. Und die dritte Option für die Nicht-Genesenen und die Nicht-Geimpften, einen PCR-Test, der nicht älter als 72 Stunden bei der Einreise ist, und mehr braucht man gar nicht. Ansonsten ist in Dubai die Situation relativ gelockert. Das heißt, draußen im Freien läuft niemand mit einer Maske rum, wie man das teilweise in Europa sieht. Das Einzige, wo man eine Maske braucht, das ist in geschlossenen Einrichtungen, öffentlichen Einrichtungen, ob das jetzt eine Mall ist, irgendwo in einem Café oder so, wenn man reingeht. Ihr kennt das, kurz eine Maske auf, dann kannst du eh schon wieder runternehmen, wenn man sitzt. Und ja, mehr gibt es eigentlich dazu nicht zu sagen. Was natürlich auch immer ein Thema ist in Dubai, das ist das Wetter. Wie wir alle wissen, im Sommer ist es extrem heiß hier und es macht auch keinen Sinn, einen Urlaub zu machen. Und ja, die besten Reisezeiten, das ist Dezember, Januar, Februar, vielleicht noch März. Aber auch in April und im Mai ist es jetzt noch nicht so heiß, dass man es nicht aushalten kann. Wir waren ja letztes Jahr auch zur selben Zeit hier in Dubai. Da war es wesentlich wärmer. Aber dieses Jahr ist es sehr, sehr angenehm. Wir haben aktuell, jetzt so Mitte Mai, nachts über Temperaturen von so 23 bis 26 Grad. Tagsüber wird es so ein bisschen wärmer, so zwischen 30 und 35 Grad, manchmal vielleicht auch 36 Grad. Aber die Luftfeuchtigkeit ist aktuell noch nicht so hoch, dass man es nicht aushalten kann. Natürlich ist die Tendenz der Temperatur steigend. Ich würde sagen, ab Juni wird es dann schon sehr, sehr heiß, aber ist auch noch machbar. Nur die Monate Juli, August, September, die würde ich jetzt nicht unbedingt für einen Dubai-Urlaub empfehlen. Vielleicht auch noch ganz kurz erwähnt, das sind die Wassertemperaturen. Während man im Winter hier, so Dezember, Januar, ja, es ist relativ frisch, da muss man schon sagen, da hat das Wasser vielleicht so 18, 19, 20 Grad. Jetzt aktuell haben wir Wassertemperaturen von roundabout 28 Grad. Also es ist sehr, sehr angenehm, ist auch noch erfrischend, was man von Juli, August Temperaturen oder Wassertemperaturen da nicht mehr behaupten kann. Da ist es dann so, wenn man sich in eine heiße Badewanne reinlegt und wenn man dann rausgeht, wird man mit einem heißen Föhn abgeföhnt. Also eher nicht so zum Empfehlen, aber bis Mai, Anfang Juni, absolut kein Problem. Nächstes Thema sind die aktuellen Kosten in Dubai. Solltet ihr unser Video gesehen haben, als wir im Januar nach Dubai eingereist sind, da haben wir auch schon über die Kosten gesprochen und wie
teuer alles ist. Das ist absoluter Nachteil im Winter. Aber jetzt aktuell, Mai, Juni, muss man sagen, sind die Preise drastisch zurückgegangen. Das heißt, wir zahlen jetzt die Hälfte von dem, was wir hier noch vor 2 Monaten bezahlt haben. Also speziell, wenn man jetzt mit der Familie kommt oder auch ein bisschen aufs Budget schauen möchte, dann sind, ja, dann ist die jetzige Zeit absolut in Ordnung. Wir haben jetzt zum Beispiel hier ein großes Airbnb mitten in der Marina, ein Two-Bedroom-Apartment, also relativ groß. Das bekommen wir für 100, also für sogar noch unter 100 Euro pro Nacht. Und auch die Hotelpreise sind wesentlich günstiger als noch im Winter. Und man findet derzeit wirklich gute Deals. Es ist auch nicht so, dass alles ausgebucht ist. Und wenn man sagt, man möchte auch ein bisschen was Luxuriöseres haben, dann geht natürlich noch teurer, aber auch günstiger als im Vergleich zu den letzten Monaten. Und es kommt natürlich auch immer darauf an, wo man wohnen möchte. Wie einige von euch schon wissen, unsere Lieblingsarea hier in Dubai, das ist die Marina. Aber auch sehr viele Leute sind auch gerne in Downtown, schauen auf den Burj Khalifa. Ist natürlich alles Geschmackssache. Aber was wir generell empfehlen, speziell wenn man auch mit einer Familie kommt, schaut, dass ihr im Bereich der Dubai Marina euch eine Unterkunft sucht. Wie gesagt, ob das jetzt ein Airbnb ist oder ein Hotel ist, ist egal, aber mit Kindern ist hier einfach viel, viel mehr zu machen. Du hast den Strand in unmittelbarer Nähe, du hast Einkaufsmöglichkeiten, du hast eine schöne Promenade, den Marina Walk, wo du am Abend und auch in der Früh wirklich schön schlendern kannst, sehr viele Cafés, Restaurants und so weiter. Also ich denke, für den allerersten Besuch in Dubai, schaut euch die Region Marina an, weil man ist auch mit dem Taxi in 15, 20 Minuten direkt beim Burj Khalifa und kann sich das dann alles anschauen. Und weiter geht es dann auch gleich mit dem nächsten Punkt, wo ich auch sehr, sehr oft drüber lachen muss, und das sind die ganzen Klischees, die man so über Dubai hört. Es ist so, dass Freunde von uns auch heute besuchen kommen, und da sind wieder einige Fragen aufgetaucht von wegen, ja, wie schaut es eigentlich aus, so Frauen haben die doch, die haben ja keine Rechte. Das hatte ich auch sehr, sehr lange gedacht, aber Fakt ist, dass eine Frau hier absolut alle Rechte hat und viel mehr Möglichkeiten haben als in anderen Ländern. Du kannst hier als Frau ohne Probleme mitten in der Nacht um 3 Uhr früh quer durch die Innenstadt gehen. Es wird dir nichts passieren. Also es ist, Dubai ist so ziemlich eines der sichersten Plätze der Welt, und man hat sehr, sehr viel Respekt für Frauen. Also das wird oft wirklich in den Medien falsch dargestellt. Und wenn es dann darum geht, zum Beispiel auch, dass man kurz bekleidet ist oder einen Stringtanga am Strand nicht tragen kann, dass man dann gleich eingesperrt wird. Also das ist ein kompletter Nonsens. Ihr dürft nicht vergessen, Dubai, ihr lebt ja vom Tourismus. Und klar, es ist ein arabisch geprägtes Land, absolut. Aber gerade solche Dinge, dass man jetzt ja nicht leicht bekleidet rumlaufen darf, das ist ein absoluter Irrglaube, und ja, man kann sich ja selbst davon überzeugen, geht mal in JBR an den Strand, merkst du keinen Unterschied zu anderen Ländern. Genauso auch das Vorurteil Homosexualität, wenn du hier offen homosexuell bist, dann keine Ahnung, was dir passiert, absoluter Blödsinn. Was vielleicht auch, was in den letzten Jahren auch immer mehr wurde, das kenne ich zum Beispiel aus Las Vegas von den letzten Jahren, wenn man hier durch die Marina läuft, man findet immer wieder so Karten von, ja, gewissen Mädels mit einschlägigen Angeboten, wo man anrufen kann. Und ja, also man hat ein sehr, sehr falsches Bild, oder die meisten speziell in Europa haben ein sehr, sehr falsches Bild von Dubai. Also man kann hier wirklich alles machen, was man auch sonst so machen kann. Natürlich gibt es gewisse Dinge, wo man sich zurückhalten muss. Also wenn jemand meint, er möchte jeden Tag eine Sauforgie starten oder sich mit Drogen vollpumpen, dann ist das hier vielleicht der falsche Ort. Ich schau mal, was ich noch für eine Klischees habe. Alkohol. Alkohol ist verboten. Ich habe es jetzt gerade gesagt. Alkohol ist definitiv nicht verboten. Es ist ein bisschen eingeschränkt. Das heißt, es ist nicht so wie in Europa, dass du in den Supermarkt gehen kannst und dir jetzt Alkohol kaufen. Da gibt es einfach eigene Geschäfte dafür. Als Tourist kannst du da auch ganz normal reingehen, was kaufen. Wenn du jetzt ein Resident bist, dann musst du so eine License beantragen. Das heißt, man geht rein, beantragt die License, die ist dann noch 1-2 Wochen fertig. Man bekommt die dann, und dann kann man auch
Alkohol einkauft. Wenn man jetzt so ausgeht in den Bars, in den Clubs, ist es so, dass drinnen ganz normal Alkohol ausgeschenkt werden kann und in den Außenbereich meistens nicht, außer es ist ein abgesperrter Außenbereich, dann kann man auch ganz normal hier, ja, wenn man möchte, auch einen über den Durst trinken. Aber wo man hier wirklich sehr streng ist, das ist das Thema Drogen. Also wirklich, Leute, Finger weg davon, auch wenn einem vielleicht irgendwo mal was angeboten wird, was vorkommen kann. Es ist einfach den Stress nicht wert. Es können schlimme Dinge passieren, wenn man mit Drogen erwischt wird. Also das ist so ziemlich das einzige absolute No-Go hier. Also keine Drogen in Dubai. Ein anderes Klischee, was man sehr oft hört, ist, dass es so gut wie keine Natur gibt in Dubai, und das ist nur bedingt richtig. Klar, die Emirate, die sind in der Wüste, und du hast jetzt keine Wälder wie bei uns jetzt in Österreich oder in Deutschland, aber es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, speziell wenn man jetzt ein bisschen rausgeht. Also die Emirate, die bieten ja so viel mehr als jetzt nur Dubai oder Abu Dhabi. Wir haben ja auch letztes Jahr schon einige Ausflüge gemacht, ob das jetzt in den Bergen von Jebel Shay war, haben wir ein tolles Video auch übrigens gemacht, das werden wir euch auch unten in der Infobox verlinken. Also wirklich ein schönes Gebiet, sehr, sehr tolle Berge und wirklich ein Naturspektakel. Oder dann auf der anderen Seite Richtung Oman rüber gibt es auch den Ort Hatta, wo wir auch ein paar Tage verbracht haben. Wunderschön, um wandern zu gehen, für diverse Outdoor-Aktivitäten, Mountainbike fahren, solche Dinge. Das kann man hier alles wirklich toll machen. Man muss einfach nur mal ein bisschen, ja, die Augen öffnen und schauen, was es hier für Möglichkeiten gibt. Also das wird sehr, sehr oft auch falsch kommuniziert. Und wie gesagt, es gibt sehr, sehr schöne Orte hier. Oder auch nördlich von Dubai gibt es zum Beispiel das Emirat Ras Al Khaimah. Für Familien ist das auch super geeignet. Du bist vielleicht 45 Minuten nördlich von Dubai, hast auch von den Kosten her nochmal einen richtigen Drop nach unten. Das heißt auch, das sind ja auch alle Hotels wie jetzt Hilton, die ganzen großen Anlagen und so, bekommst du hier deutlich günstiger als in Dubai. Und wir kennen auch mittlerweile einige Auswanderer, die vor Jahren hierher gezogen sind, mittlerweile aber in Sharjah oder in Ras Al Khaimah wohnen, weil dort die Kosten, wie gesagt, um einiges niedriger sind. Und wenn man dann mal auch die Action und das Highlife der Großstadt von Dubai möchte, dann ist man halt in 40, 45 Minuten in der Stadt. Also es gibt hier sehr, sehr viele Möglichkeiten für Aktivitäten in der freien Natur. Und das bringt uns dann zu unserem letzten Punkt für heute, und zwar den Möglichkeiten diverser Ausflüge hier in Dubai. Wir haben ja mittlerweile eine sehr, sehr gute Bekanntschaft geschlossen, und zwar mit der Marion von Dubai Privat Tours. Das ist eine deutsche Reiseleitung, die wirklich für euch maßgeschneiderte Halbtagestouren oder Tagestouren anbietet. Ob das jetzt ein Städtetrip nach Abu Dhabi ist oder wie gesagt eine Reise in die Berge von Jebel Shay. Wir haben da schon einiges mit ihr gemacht, und es ist absolut zu empfehlen. Wir werden auch den Link ihrer Webseite in unsere Infobox packen, damit ihr da einfach mal drauf schauen könnt. Ansonsten, wie gesagt, du hast hier sehr, sehr viele Möglichkeiten mit Bootstouren. Also die sind auch relativ günstig. Wir haben schon einige Bootstouren gemacht, wo man wirklich auf einer schönen kleinen Yacht rausfährt, man Essen dazu bekommt, Trinken dazu bekommt, alles dabei, kostet 40, 50, 60 Euro pro Person. Und was ich aber auch zum Beispiel empfehlen könnte, wäre, dass man sich für ein, zwei Tage mal ein Auto mietet. Mietwagen sind hier sehr, sehr günstig. Wir haben uns letztens einen Mazda CX-5 für 2 Tage ausgeliehen. Ich glaube, das hat uns 60 Euro gekostet oder so. Also es war wirklich günstig. Macht auf alle Fälle Sinn, hier mal ein Auto auszuborgen. Und wie schon gesagt, fahrt nach Hatta, fahrt nach Jebel Shay, fahrt nach Ras Al Khaimah. Man bekommt so viele auch andere Eindrücke von den arabischen Emiraten. Also man hat hier nicht nur Dubai und Abu Dhabi. Wie gesagt, das Land hat noch viel, viel mehr zu bieten, und das sollte man dann auch in Anspruch nehmen. Ich habe schon sehr, sehr viele Urlauber gesehen, die kommen hierher für ein, zwei Wochen, die bleiben nur im Hotel, die gehen am Abend was trinken, liegen tagsüber am Strand und schauen sich vielleicht mal den Burj Khalifa an. Kann man machen, würde ich aber absolut nicht empfehlen. Es ist aber natürlich Geschmackssache, was man hier macht, wenn man in Dubai
ist, was ich euch empfehlen kann, schaut euch ein bisschen unseren Kanal an. Wir haben zum Thema Dubai schon sehr, sehr viele Videos gemacht. Sammelt ein paar Eindrücke, schaut, was euch gefällt und plant ein bisschen euren Urlaub dann schon vor, damit ihr auch wisst, was ihr ungefähr machen wollt. Weil wenn ihr hierher kommt, ihr werdet erschlagen von den vielen Möglichkeiten, die ihr habt. Also eine gute Planung macht definitiv Sinn. Wir hoffen, wir konnten hiermit ein paar Fragezeichen für euch auflösen. Sollten diverse Fragen noch unbeantwortet geblieben sein, schreibt sie uns gerne in die Kommentare. Wir werden die wie immer natürlich sehr gerne für euch beantworten. Lasst uns auch gerne ein Like da, ein Abo da und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, denn in den nächsten Tagen werden wir mit Freunden hier in Dubai wieder einiges unternehmen und auch Dinge machen, die wir bisher noch selbst nicht gemacht haben. Also seid gespannt. Wir sehen uns in einem unserer nächsten Videos, hoffentlich. Und bis dann sage ich Tschüss und danke fürs Zuschauen.